Interessant. Ein Sklave wieder, der mir an. Er ist Aston. Ron Weasley, aka Aston. Hier hast du meinen Preis. Aston. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Ja, das machen wir lieber mal nicht. So, mit wem fangen wir an? Goose. Lass uns in der Arena kämpfen, klar. Schau mal an. Dann zeig mal, was du kannst! Defeat Goose in der Arena. Komm her! Leute, es steht ein Kampf! Oh. Das hat gesessen! Oh. Oh Gott. Die Kollisionsabfrage ist echt miserabel in Gothic 3. Das hat gesessen! Das hat gesessen! Das ist schon hardcore lame so, aber irgendwie muss man ja versuchen, was zu reißen. Das hat gesessen! Das finde ich sehr gut, wenn sie den Move machen. Der hat ein Barbarenschwert, das kriege ich ja nicht so. Nein, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich mache im gleichen Zug die Attacke wie er. Und er killt mich. Oh. Ist er auf den Tisch gehauen. Wenn ich jetzt halt nochmal verliere, habe ich gar keine Waffe mehr. Den muss ich aber jetzt machen eigentlich. Vielleicht hat er auch noch nicht regeneriert. Waffe weg! Ja, mach, dass du wegkommst! Ich will den letzten Kampf wiederholen. Hab ich mir gedacht. Geh in die... Okay, er hat recht wenig Lebensenergie. Das war echt... Also, den hätte ich haben müssen. Einmal habe ich mich natürlich dumm verhauen lassen. Oh, er ist vergiftet jetzt, oder was? Hä, warum ist er jetzt wieder voll? Hast du mich verarscht? Stirbt er, wenn er auf Null ist? Ey, das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. Das hat gesessen. Hey, ich hab Rechtsklick gedrückt. Ja! Er ist einfach tot umgefallen. Yay! Wenigstens gab es mein Schwert zurück. Also, das eine. Das andere hat natürlich noch der Ork. Und was kann sehen, sein Schwert? 180, ne? Boah, und das macht halt nur 40 Schaden. Das ist halt richtig schlecht. Aber ich sehe schon, das Giftschwert kann einiges. Alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bumpf, Bruder! Hier ist dein Preisgeld! Mordsmäßigen Bumpf! Und es kommt noch schlimmer. Mordsmäßigen Bumpf. So, ich muss jetzt hier mal irgendwo pennen. Darf ich da pennen? So. Bett ist weiß, kann man drin schlafen. So, Dan, du siehst doch also aus. Steig mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Der sieht aus, als ob er machbar wäre. Komm her, Bürschchen! Oh, warum genau ist der von so einem
dich nicht. Wow, und er wird auch nicht umgeschmissen. Liegt das an seinem Schild? Komm schon, den schaffst du! Achte auf deine Deckung! Das hat gesessen! Boah, ey, den haut's einfach nicht um. Daran bin ich nicht gewöhnt. Wow, wow, wow. Hey, ich drück rechtsklick und er lässt es einfach manchmal los. Das ist so scheiße. Die Waffe nehme ich besser an mich. Jo, nehmen sie lieber mit. Nachher verletzt sich noch jemand dran. Oh nein, das wollte ich nicht. Ey, Dan, bleib mal da. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Man muss eben ich will den. Das hatte ich. Geh in. Komm her, Bürschchen! Leute, es gibt einen Kampf! Okay, gegen Schilder ist echt schwer. Irgendwie treffe ich ihn halt mal gar nicht. Okay, ich muss hier weg. Ich muss weg, sonst habe ich gar keine Waffen mehr. Du bist draußen. Der Kampf ist vorbei. Ja, ich bin draußen. Der Kampf ist vorbei. Naja, wenigstens einmal erwischt. Da ist er, der Teleporter. Ist das meine Hütte, oder? Jetzt ist meine Hütte. Der Teleporter liegt halt einfach irgendwo in einer random Hütte. Ohne dass einem jemand sagt, warum. Halt, hier sind Sachen weggekommen. Echt, oder? What about the hut? Ah, okay. Was ist mit der Hütte neben deinem Haus? Die alte Bretterbude, meinst du? Du kannst sie haben, wenn du willst. Da wohnt schon ewig niemand mehr. Das gibt doch nur wieder Ärger. Wegen der Söldner. Als wenn das so einfach wäre. Dennis liefert sich mit dem Kornhof einen kleinen Krieg. Dieser Idiot. Ich werde da mal rausgehen müssen, um den Blödsinn zu beenden. Danke für die Information. Yay. Oh, Geld davon. Elber hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay. Ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Sandford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja. War mehr als deutlich. Naja. Solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein, was er von mir denkt. Der Gladiator Goose scheint loyal zu sein. Ja, Goose ist ein guter Mann. Guter Mann, dieser Goose. Bradley nimmt die Sklaven aus. Ich weiß. Die Sklaven zahlen Gold, um auf die Austauschliste zu kommen. Und dieses Gold drückt Bradley anschließend bei mir ab. Bist du dir sicher, dass du auch alles von dem Gold zu sehen bekommst? Nein, bin ich nicht. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen. Oh, da gibt's eine, Diebesquest, oder was? Das ist ja ganz cool. Mal ein bisschen Abwechslung. Mal zur Nachtszeit rausgehen. Aber ich kann jetzt erstmal hier noch Dennis, glaube ich, heißt der Mann. Dem kann ich noch sagen, dass die Wölfe tot sind. Da werde ich mich freuen. Die streunenden Wölfe sind ausgerottet. Du meinst, ich kann mich jetzt wieder entspannen? So sieht's aus. Das ist sehr beruhigend. Gut gemacht. Hier hast du deinen Lohn. War doch nie anders. Gab jetzt aber ein bisschen Geld. Kümmer dich besser um deinen Kram. Das Holz brennt gut. Einige Dinge solltest du vergehen. Ja, okay. Information abgespeichert. Das Holz brennt gut, Freunde. Oh ja, ich sammle mal wieder Blümchen. Ah, dann
Schlafe ich mal bis zur Mitternacht. Bis zur Geisterstunde. Nein. Und Clau. Bradley heißt der gute Mann. Und die Liste. Was kann da schon schief gehen? Soll ich hier schon anfangen zu schleichen? Und die Mission Impossible Musik anmachen. Unauffällig an ihm vorbeischleichen. Hat keiner gesehen, keiner gemerkt. Du schleichst herum wie ein Dieb. Ja, nee. Mach ich so. Mach ich in meiner Freizeit. Ja. Ich guck mal selber drauf. Muss er hier sein? Wenn man drauf gucken kann. Ah, das ist nicht Bücher. Es gibt ja extra irgendwie sowas wie Bücher, ne? Nee. Hä? Irgendwo gab's doch mal sowas. Ah ja, hier. Genau. Breathless Latest. Leon gave me 20 Gold Coins. Also, Leon gab mir 20 Gold. Sodass er auf den Farms oder halt auf den Bauernhöfen arbeiten kann. Kelvin hat nicht mehr als 10 gegeben mit Wilson. Ja, gut, habe ja ich genommen, deswegen ist es eigentlich scheißegal. Wegen der Söldner. Hier ist Bradleys Sklavenliste. So viel Geld war das ja nicht. Sieht okay aus. Tja, Bradley scheint in Ordnung zu sein. Hier, für deine Mühe. Am besten du bringst Bradley die Liste gleich wieder zurück. Das ist ja toll. Wo ist das Problem? Du hast sie ihm einfach gestohlen, oder was? Ja, mein Freund, das ist dein Problem. Ja. Die ist aus Versehen in meine Tasche gerutscht. Bradley, die Lagerhofer Straße. Hier ist deine Sklavenliste. Was? Was wühlst du in meinen Sachen herum? Ich soll dir wohl das Fell über die Ohren ziehen. Jetzt hast du deine Liste ja wieder. Mach das nicht noch einmal, sonst wirst du es bereuen. Dreist sein. Ja, dreist sein hat sich hier auch mal wieder gelohnt. Hä, wer lag denn da drin? Ein Sklave. Das sah nur so ein bisschen komisch aus. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was abgehakt. Sabota, wer ist denn bitte Sabota? Tell me more about your lost slaves. Aber wo ist denn Sobota? Sobota ist da oben der Assassine, genau. Kann ich den einfach mitnehmen? Du arbeitest jetzt wieder für Sobota. Auch gut. Ich nehme dich mit. Ich bring dich weg. Gut. Dieses ich bring mich weg und die dann voller Begeisterung. Gut, endlich geht's hier weiter. Ja. Wo ist er denn? Oh, der pennt schon. Torex-Sklave arbeitet wieder. Was ist los? Sehr gut, Fremde. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Deine Lohne hältst du auch sofort. 1000 Gold! Oh, die Assassin-Jobs, die lohnen sich richtig. Die sind richtig gut. Wie viel habe ich denn in Montera? 37, nicht unbedingt viel. Ja. Dan muss ich halt in der Links besiegen, aber das ist der mit dem Schild. Und gegen Schild habe ich irgendwie nichts auszurichten. Okay, was haben wir noch? The Grain Feast must go. Weed for the Warehouse Keeper. Ja, das ist das Problem. Ich finde irgendwie kein Weed mehr. Also. Oh, kein Weed mehr. Ich kann die jetzt eigentlich alle fragen, aber theoretisch kann ich das alles machen, nachdem ich sie umgeholzt habe, ne? Ach, ich weiß, wo Dominik's Farm ist. Jetzt. Okay, dann gehen wir da mal hin. Das habe ich komplett vergessen. Die ist nämlich da unten irgendwo. Ist nämlich hier in irgendeinem Fluss. Ja, hier müsste es sein. Ist ja von Kap Doom fast näher. Ja. Oh, muss ich halt erstmal hinrennen.
Den Dominics Farm. Daryl? Aha. Habe ich mit denen eigentlich schon mal geredet? Ich glaube schon. Mach hier nicht so ein Aufsehen. Okay, ich habe noch nicht mit ihnen geredet. Was ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Sklavenlagerwachen zu beseitigen, um den Sklaven zu helfen. Doch leider schlagen die Orks gleich Alarm, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. Im offenen Kampf mit ihnen haben wir keine Chance. Es sind einfach zu viele. Ihr Rebellen haltet euch gefährlich nahe der Stadt auf. Wenn wir könnten, würden wir den ganzen Laden stürmen. Doch leider sind die Orks in der Überzahl. Wir würden es wahrscheinlich nicht mal bis zu den Tempelanlagen schaffen. Wir haben ja schon einen unserer Männer bei den Orkshältern eingeschleust. Aber der scheint irgendwie zu pennen. Zu viele Orks im Sklavenlager? Das kann man ändern. Wie denn, du Schlaumeier? Wenn die Sklavenlagerwachen alle auf einmal angestürmt kommen, sind wir geliefert. Man müsste sie einzeln zu fassen kriegen. Wer ist euer Spitzel bei den Söldnern? Wenn ich dir das sage, kann ich mich ja gleich den Orks stellen. Du musst mir schon beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Ich lass mir was einfallen, um die Sklavenlagerwachen herauszulocken. Die Orks können zwar besser mit Äxten umgehen als mit ihrem Verstand, aber dumm sind sie auch nicht. Wart's ab. Na, das kann ja was geben. Wo ist das Problem mit eurem Spitzel bei den Söldnern? Wir haben der Stadt in letzter Zeit sehr geschadet. Die Orks haben nichts bemerkt. Aber die Söldner sind vorsichtiger geworden. Ich vermute, dass sich unser Spitzel deshalb zurückhält, um nicht enttarnt zu werden. Eure Waffen nehme ich mal lieber mit. Ich habe ja sogar eine Dingsrüstung an, ne? Rebellenrüstung. Habe ich mir letztes Mal gekauft, anstatt die Dings. Nachdem ich habe die einfach gekauft, ohne groß nachzudenken. Da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich Orksöldner werden wollte. Aber eigentlich spielt es ja keine Rolle. Die sind, glaube ich, von den Werten komplett gleich. Nur sehen sie ein bisschen anders aus. Und es ist keiner... Macht sich wirklich Gedanken drüber, zu welcher Fraktion man jetzt gehört. Ist irgendwie nicht so. Ah, da oben ist dieses riesen Banditencamp. Ich lösche mal einfach durch hier ran. Kann ich diesmal auch wieder versuchen. Ich versuch's mal. Weil der andere Weg, der ist ewig weit. Run, 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 my darling. Dir werde ich zeigen! Dir werde ich helfen! Alle, wir haben alle richtig stehen. Bock. Oh, oh! Oh! Oh, da habe ich einen Haken geschlagen. Rennt mir noch jemand hinterher? Nö. So, du bist Dominik, ne? Hey, Dominik? Verdammt, was ist los? Ich war beim Anführer der Orks in Montera. Na also, das wurde ja auch Zeit. Er wartet immer noch auf die Pacht von diesem Bauernhof hier. Du sollst mir das Gold sofort aushändigen, sonst kommt er hier raus und reißt dir den Kopf ab. Okay, okay. Hier hast du es. Nichts für ungut. In Ordnung? Ja, ja. Zeig mir deine Ware. Die alle immer Schiss haben. Aber nichts Scheiß zu verkaufen. Ich könnte nochmal kurz in Kapdun vorbeischauen. Da gibt es nämlich einen recht guten Jäger, der vielleicht ganz interessante Sachen noch verkauft. Vor allem jetzt, wo ich ein bisschen 150 Bogentalent habe. Ne, wie heißt es? Handtalent. Und es gibt noch natürlich die fette Höhle unten unter Kapzugen, aber die kann ich mal vergessen. Warum weckst du mich? Zeig mir deine Ware. Er braucht Hunting Skill. Es gibt halt echt irgendwie keine so richtige Abstufung. So, es gibt Hunting Skill 100, ne 80 und dann der nächste 190. Das ist halt scheiße. Mal meine paar Trophäen, die ich noch habe, verkaufen. Warum weckst du mich?
Pfeile habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viele. Okay, 718. Wenigstens die gehen nicht so schnell aus. Könnte Wenzel jetzt sein Schwert zurückbringen. Dabei, anscheinend habe ich die Quest noch gar nicht. Nö. Aber ich habe doch mit Wenzel schon mal geredet. Oder war das auch, habe ich das auch mal verpennt? Ich habe doch nämlich schon mit dem Boss hier geredet. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Ich krieg keinen Ärger. Ich hoffe, du hast einen guten Grund mit. Jetzt geh ich schlafen. Gut. Da ist doch genug Zeit zu reden. Da ist der. Ich kann ja mal versuchen, den Assassinen zu bestehlen. Oh, oh. Da hinten, der pennt da hinten. Oh Gott, der war bestimmt die riesige Drohne. Ja, und die war es nicht. Oh, aber der hat lots of gold. Ich glaube, mein Diebeskill ist noch gar nicht so hoch. 41. Das reicht. Was hat denn der da für eine Statue? Kann ich die mitnehmen? Nö, okay. Warum hat er eigentlich zwei Betten? Oh oh. Oh oh. Abgebrochen. Ja. Abgebrochen. Abgebrochen. Oh, da war's. Und? Coin. Great Success! So. Jetzt kann ich doch eigentlich. Eigentlich kann ich jetzt auch rausrennen. Weil. Ich glaube, das war's. Uninteressant. Uninteressant. Okay. Jetzt kommt bestimmt wieder ein kleiner. Ey, irgendwie sind ja Sachen weggekommen. Woher wisst ihr das? Oder, oh, der Schmied? Kann ich den auch noch bestehlen? Nee. Der Proviantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Sag ich auch, als ist, wenn du nachts geweckt wirst, der Proviantmeister hat sich sehr über deine Arbeit gefreut. Sind die Orks zufrieden mit mir? Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen. Wäre nicht so, als ob ich das vorher nicht schon gemacht habe. Dann könnte ich meine Diebeskills auch so ein bisschen ausbauen. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. How to talk away from Felix. Das ist eigentlich wahrscheinlich schon interessant. Wie kann ich mich rausreden? Eine nützliche Sache, falls du mal Ärger mit den Wachen hast. Kostet nicht so viel. Wichtig ist, dass du überzeugend rüberkommst. Also sprich mit fester Stimme und sieh dem Kerl direkt in die Augen. Dann behauptest du irgendwas. Aber sag bloß nicht, ich kann das erklären. Richtig. Pickpockets? Difficult Pickpockets. Pickpocketing. Was sind denn? Also eigentlich Hackling. Hero Retrieves. Massive. Irgendeiner von euch. Pass auf dich auf! Ja, ja, schon gut. Ich möchte noch ein bisschen was lernen. Wenn ich schon mal dabei bin. Ups. Vielleicht bring mir was über das Diebeshandwerk. Lerne ich echt mal Taschendiebstahl. Das habe ich, glaube ich, noch nie in irgendeinem Goffi gelernt. Zeig mir den Taschendiebstahl. Das Wichtigste ist die Ablenkung. Das hat kostet 3000 Gold. Und ich glaube, ich bin schnell du wieder rein. Du glaubst gar nicht, wie schlampig einige Leute ihre Goldbeutel verstauen. Oft kannst du sie ihnen einfach aus der Tasche ziehen. Ich habe halt noch 70 Lernpunkte, ne? Das ist ja unglaublich. So, was, wie viel brauche ich denn für Difficult Pickpocket? Zeig mir gleich einen schweren Taschendiebstahl. Okay. Ich dachte nicht, dass es funktioniert. Im Grunde genommen musst du nichts anderes machen als bei deinen bisherigen Diebstählen auch. Ablenken und zugreifen. Schau deinem Gegenüber direkt in die Augen. Die meisten Leute finden das unangenehm und es lenkt sie ab. Dann greife zu. Es wird sich lohnen. Ja, das sehen wir mal noch, ob sich das so lohnen wird. Wrist Pickpocket. Das gucken wir mal, ob sich das lohnt, ja? 80 Gold, so. Unmöglich. Was? Unmöglich? Unmöglich, unmöglich. Bei Phil ist so aufmerksam. Phil rafft es, ja? Halt! Hier sind einige wertvolle. Weißt du etwas da? Nein. Wir Richtig.
So, kann ich dich auch... Ups. 23 Gold und ich habe 3000 für den Scheiß ausgegeben. 3000, ja. Zeig mir deine Ware. Das war mal wieder clever. Ja. Hat sich das wirklich gelohnt? Ich glaube nicht. So, kann ich auch bei Orks Pick hier Taschendiebstahl anwenden? Du wagst es, mich zu bestehlen? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, da muss der Fever, der Diebeskill höher kommen. Heute ohne Katze geht's besser. Hast du aber das letzte Mal schon eine Weile zugeguckt. Sind die alle pisst. Hi übrigens. Guten Abend. Verdammt, Mocha. Was ist los? Das gibt doch nur wieder Ärger. Das kenne ich schon. Das hätte ich dir vorher sagen. Let's risk. Unmöglich. Ich hab 3000 Gold für den Scheiß liegen lassen, ja. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Und jetzt kann ich von keinem Gold. Mach hier nicht noch du mehr. Du bist noch nicht gut genug für einen Gladiator. Geh und lerne. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort, du dreckiger Dieb! Irgendwie, ja. Bleib stehen! Mache ich mich ja hier höchst beliebt, ja? Das klappt ja wunderbar. Oh Gott. Ja, ich bin dann mal weg. Ich habe 3000 für diesen Scheiß ausgegeben, ja? Gold. Und hab vielleicht bis jetzt 50 Gold eingenommen. Ich habe Überzeugung gerade geskillt. Hier, make excuses. Das habe ich schon. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger. Klar. Okay, bei ihm hat's funktioniert. Wir beobachten dich. Alles klar. Dann du solltest jetzt eh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Okay. Ich hab's tatsächlich geskillt. Aber. Es hat so mittelmäßig funktioniert bis jetzt. Och man, ich hab so richtig viel Kohle gerade rausgehauen für nichts. Mein Ruf war 80. Oder ist 80? Das ist auch schon relativ viel. So, soll ich jetzt es riskieren, einfach den Rebellenuntergrund mal anzugreifen? Wird sauschwer, aber man kann es ja mal probieren. Oh, ich glaube, bei dem Hof sind auch noch ein paar Jungs, die nicht so gut auf mich zu sprechen sind. Und die sind tot. Ah, die habe ich gekillt. Okay, alles klar. Habe ich erfolgreich umgemäht. So. Jetzt wird's interessant. Ja, ich probiere mal den Rebellenuntergrund in Redock zu vernichten, um in der Reputation zu steigen. Aber das wird sicher ein schweres Unterfangen. Das heißt, ich gehe davor kurz aufs Klo. Nicht, dass ich mit